Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin kocht. Und diesmal wollen wir wieder ein Vital Body Plus Rezept machen, das ich auf der Seite gefunden habe. Und zwar Weißkohlpfanne mit Tofu. Das Rezept werde ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung verlinken. Ja, mal gucken. Das sah vom Bild her sehr interessant aus und sehr lecker und auch von den Zutaten her. Und das wollen wir uns jetzt mal zu Gemüte tun. Aber vorm Kochen muss man sich wieder vorbereiten. Ich mache euch mal hoch. Ich habe jetzt extra das Stativ weiter runtergestellt. Ist runtergefallen. Damit ihr vielleicht mehr seht vom Schnippeln und so. So, dann machen wir das Mikrofon mal hier an die Schürze ran. So. Totenkopf auf Totenkopf. Passt auch super. So. Und jetzt hole ich euch mal ein Stück vor. Und richte euch mal. Ach, jetzt geht's nicht. Doch, jetzt. Auf die Arbeitsplatte. So, seht ihr alles? Ja. Also ich habe erstmal eine Waage natürlich. Da habe ich mir zwei Töpfe hingepackt, weil ich werde wahrscheinlich im Topf machen und nicht in der Pfanne. Dann brauchen wir Weißkohl. Dann brauchen wir den geräucherten Tofu. Den gibt auch naturbelassenen. Dann brauchen wir zwei, also ich mache jetzt das Doppelte von dem Rezept eigentlich. Also das Rezept ist für eine Portion. Ich habe jetzt schon alles aufgerundet auf zwei. Zwei Frühlingszwiebeln. Ich habe jetzt drei, weil die so klein sind. Dann brauchen wir Ingwer. Dann Sojasauce. Chilis glaube ich auch mit bei, das lasse ich weg. Gemüsebrühe. Eine Prise Salz, also zwei Prisen Salz. Hier ist nicht wundern, ist Lachs. Da hat meine Mutter mir mehr Salz abgefüllt. Nicht normales Salz nehmen. Also ihr könnt normales Salz nehmen, wir jetzt in der Stoffwechselkur nicht. Dann Limettensaft, nicht Zitronensaft, Limettensaft und Pfeffer. Mehr brauchen wir nicht. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich brauche noch eine Schüssel. So. Und vielleicht noch eine kleine dazu. So. Dann brauche ich ein großes Messer. Nehmen wir das für den Kohl. Und dann gucken wir mal, fangen wir an mit dem Rezept. Ich habe auch diesmal keine Musik an. So, wir sollen den Ingwer schälen und fein reiben und mit der Sojasauce mischen. Okay, Tofu in Scheiben schneiden. Gut, also wie viel waren das für eine Portion? 5 Gramm Ingwer, wir brauchen 10 Gramm Ingwer. So, müssen wir mal gucken, wie viel Ingwer ist das? 53 Gramm. Okay, also 2, 3, 4, 5, ja, passt. Dann brauche ich noch ein Brett. So. Das sind 53 Gramm. Rein theoretisch, wenn ich das dann hier abschneide. So, müssten das jetzt in etwa 10 Gramm sein? 12 Gramm. Scheiß, wart auf 2 Gramm. Und dann brauchen wir noch einen Schäler. Oh, puh, der riecht aber ganz schön stark, der Ingwer. Ah, da haben wir doch schon einen guten Schäler. So. Nehmen wir dann einfach mal das. Die 2 Gramm mehr oder weniger.
machen eigentlich auch nichts aus, weil wir machen ja die Schale ab. Da geht ja auch wieder ein Nit verloren. Oh, der riecht aber sehr stark, der Ingwer. Ingwer soll auch beim Abnehmen helfen, habe ich mal gelesen. Also wenn ihr kocht, einfach Ingwer mit reinmachen. Soll wohl gut sein. Und den schmeckt man auch gar nicht so stark raus, wie ich eigentlich mal gedacht hatte. So, jetzt haben wir den Ingwer geschält. Und was sollen wir mit dem machen? Den muss ich reiben, glaube ich. Ingwer schälen und fein reiben. Gut, da hatte ich hier noch eine Reibe, eine kleine. So, nehme ich das am besten dafür. So. Hoppala. Ich habe auch nichts vorbereitet oder so. Wir machen jetzt hier alles ganz frisch. So klein kriegst du den gar nicht. Das letzte Stücke. Da brauchen wir noch einen Löffel. Ich bin noch heute auch ein bisschen spät dran mit Mittagbrot machen. Es ist jetzt 12.30 Uhr. Wir waren nämlich bis eben noch unterwegs. Beim Augenarzt und Termin holen und sowas alles. Gut. So, das haben wir. Aber hier ist noch so viel Ingwer drin. Muss man das hier erstmal rauskriegen. Ah, da geht's schon ab. Das ist ganz gut. So. Da kommt so ja noch das aus den Löchern raus. So. Jetzt haben wir den Ingwer. Feinreiben und mit der Sojasauce mischen. Sojasauce waren 2 Esslöffel. Da wir jetzt nicht 150, sondern 300 nehmen, nehmen wir 4 Esslöffel. So. Eins, zwei, drei. 4. So, 4 Esslöffel haben wir jetzt.
So, dann ist das fertig. Dann mischen. So. Hätte man vielleicht doch auf dem Teller machen sollen oder so. So. Hier ist noch ein bisschen Ingwer. Feinreiben und mit der Sojasauce mischen. Tofu in Scheiben schneiden, mit der Sojasauce marinieren. So, okay. Wir sollen das marinieren. Tofu brauchen wir jetzt nicht abwiegen. Das sind 2x200, oh, sind sogar 400 Gramm. Seht ihr das? 400 Gramm. Wir nehmen aber die 400 Gramm. Sind 100 Gramm mehr. Macht den Tofu auch nicht fett. Ja, toll. Ah, hier ist meine Schere. Einmal. Oh Gott. Einmal Tofu, den wir schneiden sollen. So, nochmal Tofu. Nochmal eine Kontrolle machen. In Würfel war das, oder? Tofu, nee, in Scheiben schneiden und mit Sojasauce marinieren. Gut, dann schneiden wir den jetzt mal in Scheiben. Die haben auch nicht gesagt, wie dick die Scheiben sein sollen. Viele von euch denken jetzt bestimmt, Tofu. Habe ich ehrlich gesagt am Anfang auch gedacht. Aber meine Frau hat mir schon mal den gebratenen oder angebratenen, wie heißt das? Bio-Tofu Natur. Nein, ich habe den falsch gemacht. Scheiße. Ich hab mich nur auf die Packung konzentriert. Mist. Aber macht nichts, den kann ich mir für heute Abend anbraten. Das ist kein Problem. Hier, den geräucherten sollen wir machen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Gott sei Dank habe ich die noch nicht mariniert. So, dann mache ich den heute Abend. Oder vielleicht kann man ja davon noch ein bisschen reinmachen, um das ein bisschen zu strecken. Ah, dann hätte ich mehr Ingwer nehmen müssen. Ne, zwei Portionen reichen erstmal aus. So. Dann mache ich heute Abend nochmal gebratenen Tofu oder so. Scheiße, habe ich voll verhalten. Ja, das ist der gebratene. Ganz toll. Muss ich mir nachher noch irgendein Rezept raussuchen, was man zu Tofu noch machen kann. Ich könnte ja auch den Tofu mir braten und einfach mit Kohlsuppe machen, weil ich habe ja hier noch Kohl. Dann mache ich mir eine Kohlsuppe mit Tofu. Dann muss ich keine Hacke dafür nehmen, nehme ich Tofu. Müsste doch eigentlich auch schmecken, denke ich mal. So. So, einmal. Ah, zweimal. Da ist aber viel Wasser drin. So,
den machen wir jetzt nochmal in Scheiben schneiden. So, dann mache ich die. Oh, der schneidet sich schon was stärker. Schwerer. Das lassen wir so. So, einmal. Zweimal. So. Gott sei Dank hat das meine Frau jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, die guckt das Video nicht, ey. Dann sagt sie wieder, hab ich dir doch gesagt, erst lesen. Aber ich war voll auf grün und gut. Bin ein bisschen nervös, dass es auch gut wird. Das ist das erste Mal, dass ich es mache. Also nicht, dass ich das schon mal gekocht habe oder sowas. Das ist das allererste Mal. So. Und da will man eigentlich von so einen Fehlern verschont sein. Aber naja. So, jetzt wollen wir das marinieren. Dann machen wir einfach mal so. Beide Seite einlegen hier. Legen wir uns das hier am Rand hin. Jetzt haben wir das hier gleich fertig. Ich werde das natürlich noch, bevor ich es dann gleich richtig mache, nochmal marinieren, also nochmal schwenken drin. Ich hätte mir vielleicht doch eine größere Schüssel nehmen sollen. Aber die geht noch vom Platz her. Sind ja auch gleich fertig. Und die letzten Stücke können ja so in der Marinade liegen bleiben. So. So, das. Na, hier brauche ich sowieso nur eine Seite. Die andere Seite nimmt ja nicht viel an, weil da ist ja sowieso schon so leicht angebraten. So. So. Dann haben wir das fertig. So, dann in Scheiben schneiden, Weißkohl, also Soße marinieren, Weißkohl und Zwiebeln putzen, klein schneiden und zusammen in einer Pfanne anbraten. Ja, ich werde keine Pfanne nehmen, ich werde, wie gesagt, ich werde hier einen Topf nehmen. Weil wir machen jetzt nicht nur einmal, wir machen ja zweimal. Da reicht eigentlich auch der kleinere Topf. Da brauchen wir nicht den großen nehmen. So. Und Weißkohl sind 300, glaube ich, waren es, oder? 300 Weißkohl, also brauchen wir 600 Weißkohl. Jetzt müssen wir aber erstmal so die oberste Schicht vom Weißkohl wegmachen, weil die ist nicht so schön. Die ist so gummiartig und die bleibt auch gummiartig. So, das sieht ganz gut aus.
So, wo haben wir das große Messer? Da. So, 300, wir brauchen 600. Hab ich abgerutscht. Naja. Wir haben jetzt 345. Ne, 740. Ich würde sagen, das reicht. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr. Ich habe auch 100 Gramm Tofu mehr. Also von daher. Pff. Meine Frau hat zwar gesagt, halt dich genau ans Rezept. Hm? Mache ich. So. Und dann brauchen wir für Zwiebeln brauchen wir wieder. Kleines Helferlein. Das ist so geil. So. Machen wir das so. Eine Zwiebel, zweite Zwiebel, dritte Zwiebel. Können wir gleich das große Messer für nehmen. Erstmal den Arsch wegschneiden. So. Na. Na, da haben wir doch. Die haben sich eigentlich immer sehr gut abgelöst, die Zwiebeln. Also die Haut. Wir hatten schon welche, wo es. Ach, da war denn. Naja. Da wollte sie ewig nicht ab, die Haut. Du musst das da halt Schale mitmachen, mit wegmachen. Aber hier teilweise, wenn du hier einen richtig schönen Anfang hast, kannst du am Stück wegziehen. Vielleicht bei der nächsten. Mausi! Baut schon wieder Scheiße. Hier schon wieder an der Gardine. Beziehungsweise nicht an der Gardine, sondern an den LED-Teilen, die da runterhängen. Ich habe so Drahtbänder mit eingebauten LEDs und unten drunter ist so eine Art Kristall. Das hatte ich mir mal zu Weihnachten gekauft. Hatte ich auch ein Odimer Shoppen drüber gemacht. Ja, noch hält's, aber Katzen sind da halt echt auch Tigger, total gerne dran. Weil das knallt so schön, wenn sie das anschubsen und das gegen das Fenster knallt, also gegen die Balkontür. Heute habe ich auch zugenommen. Ich habe mir heute früh gewogen, aber das ist klar, dass ich zugenommen habe. Ich habe gestern gesündigt, weil wir waren gestern unterwegs. Ich weiß nicht wie, aber meine Frau hat es ausgehalten, weil wir hatten, die hat da irgendwie ein Fotoshooting mit der Kleinen organisiert. Was, das Shooting kostet nichts. Man muss dann halt nur Fotos nehmen oder so. Keine Ahnung, war in Berlin. Und dann mussten wir dann hinfahren und war so kurzfristig. Ja. Und kein Essen vorgekocht oder was man dann halt kalt essen kann, hat nur Äpfel mitgenommen. Meine Frau hat keinen Hunger gehabt, hat sagt sie, ich habe so einen Kohldampf gekriegt und ich weiß, wie ich bin. Wenn ich Hunger habe, bin ich unausstehlich. Und das wollte ich meiner Tochter und meiner Frau nicht antun. Und da habe ich dann erstmal bei Kaufland, das Fotoshooting war da bei Kaufland, habe ich da erstmal gesündigt und eine Bulette mir geholt. Und dann habe ich nochmal auf dem Rückweg gesündigt, weil so ein kleines Bulettchen hält ja nicht ewig. Und das Shooting, das ging, über eine Stunde hat das gedauert. Erstmal mussten wir warten. Ja, wir kommen gleich dran, ihr kommt gleich dran. Sonst wären wir da schon einkaufen gegangen in der Zeit. Nein. Und dann hat es da ewig gedauert und dann. Ja. Dann sind wir dran gekommen, das hat dann auch nochmal gedauert. Da waren auch Fotos von uns zusammen, haben sie dann auch hier welche gemacht. Also wir zusammen mit der Kleen. War wohl auch mit drin. Und dann können wir uns die dann aussuchen. In 14 Tagen müssen wir dann wieder hin. Und
können uns die Bilder dann angucken. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir nehmen oder nicht nehmen. Und Frauchen hat gestern aber schon angezahlt. Weil dadurch kriegen wir irgendwie Prozente, aber wir kriegen das Geld nur zurück, wenn es uns gar nicht gefällt. Na, mal gucken, ich lasse mich überraschen. Und da habe ich dann halt auf dem Rückweg bei Burger King angehalten. Und habe mir einen King XXL geholt. Mit Pommes und, die Pommes waren echt saugeil. Mit Pommes und einer Cola. Ich hatte so einen Kohldampf, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oder vielleicht könnt ihr euch doch vorstellen, ey, das ging gar nicht. Und vor allen Dingen, ich bin sowieso so immer, wenn ich Hunger habe und nicht essen kann. Meine Frau kennt das, wenn wir beim Arzt müssen oder so, also zum Arzt müssen. Die nimmt dann normalerweise immer was mit, dass er in der Handtasche was hat. Jetzt ist es halt durch die Stoffwechselkur ein bisschen schwer, da was mitzunehmen. Und der Apfel hat nicht gereicht. Ja. Und normalerweise hat sie dann immer irgendwas Kleines in der Handtasche, was ich dann essen kann, weil sie ja weiß, wie ich bin. Ich kann dann wirklich launisch werden. Ich weiß das selber auch und es tut mir auch leid. Und deswegen habe ich dann halt mal gesündigt. Nicht nur, weil ich Hunger hatte, sondern auch, weil ich das meiner Tochter und meiner Frau ersparen wollte. Weil ich kann dann wirklich grießcremig werden. Richtig grießcremig. Ich esse sonst eigentlich nicht so viel. Also wie gesagt, früher, habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, habe ich ja eigentlich immer nur am Tag oder zweimal am Tag was gegessen, zu den falschen Zeiten aber. Und aber wenn ich dann wirklich mal Hunger kriege und ich krieg dann nichts zu essen, ganz schlimm. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Da wollt ihr mich nicht erleben, du. So, ne, dann machen wir nochmal. Das ist mir noch nicht fein genug. Wie denn hier so? Fingernagel piekt. So sieht das ganz gut aus. Ich hätte die jetzt eigentlich noch gar nicht reinmachen müssen. Aber das geht ja rucki zucki mit dem Kohlschneiden. Da habe ich gedacht, dann machst du das mal schon. Was machen die Katzen denn? Die poltern hier rum, ey. Das hört sich an, als wenn hier eine ganze Kompanie durch die Wohnung tobt. Ich brauche auf jeden Fall meinen Kochhandschuh. So. Aber nochmal gucken, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hoppala, machen wir mal so. 750 Gramm, ja. 300 sollen es eigentlich nur sein. Egal. Egal. Ja, nochmal nachlesen, nicht, dass es hier heißt, nicht, dass man den schneiden soll oder so. So, Weißkohl und Zwiebeln putzen, klein schneiden und zusammen in eine Pfanne anbraten. Nach 3 Minuten
Gemüsebrühe ablöschen, okay. Oh, die Zwiebeln sind gut. So. So, jetzt den Weißkohl dazu. So. Ach, scheiße. Mir fällt der Weißkohl auseinander. So. So, ein bisschen Weißkohl haben wir noch zum Schneiden. Oh Gott, scheiße, fällt mir komplett auseinander, ey. Ich hätte gar nicht auf die Uhr geguckt. 3 Minuten soll der anbraten. Machen wir 3 Minuten ab jetzt. So, ist 56 bis 59. Machen wir bis 59. So, lassen wir jetzt anbraten. So, dann brauchen wir Gemüsebrühe. Und zwar
50 Milliliter Gemüsebrühe. Also brauchen wir 100 Milliliter. 100 Milliliter. Tofu 3 Minuten mit Gemüsebrühe ablöschen und 10 Minuten schmoren lassen. Gut, Tofu marinieren, aus der Marinade nehmen, ja, der ist. Und in die Pfanne geben. Pfanne von beiden Seiten ab anbraten. Ach so, von beiden Seiten anbraten, auch noch. Scheiße. Gemüse mit Tofu-Marinade ablöschen. Okay. Also 10 Minuten soll es dann, wenn wir die Gemüsesuppe, Brühe drin gemacht haben. Und zwar 100 Milliliter. Oh Gott. Also nehmen wir jetzt hier 100 Milliliter. Mehl, Zucker. Gut, 100 Milliliter haben wir. Wie viel sollen wir hier auf 100 Milliliter? Teelöffel 5 Gramm auf 200 Milliliter. 250 Milliliter, na ja, dann. Machen wir einen Teelöffel, machen wir die Scheiße, machen wir mehr Wasser rein, scheißegal. Milliliter mehr. Jo. Ein Teelöffel voll. Haben wir nicht mehr so viel. 1, 2. So, jetzt müsste das halbwegs ein Teelöffel sein. So. Dann mischen wir das mal. Hier ist nur noch, ach, da ist ja nur noch ein Staubfützelchen drin, nicht mal ein halber Löffel machen wir noch mit drin. Scheißegal. Wenn wir schon kein Salz und kein Pfeffer nehmen dürfen, machen wir davon was mehr drin, dass wir halt ein bisschen Geschmack haben. So. Oh, schon 13 Uhr. So, jetzt nach 3 Minuten. Mit Gemüsebrühe ablöschen, zudecken, 10 Minuten schmoren lassen, okay. Nochmal wenden hier. So, dann mit der Gemüsebrühe ablöschen. Aber irgendwie kommt da kein Wasser raus. Also auf dem Bild war viel mehr Feuchtigkeit drauf. Drin, dran, drumrum. Naja, egal. Wir machen das jetzt einfach so, wie das hier steht. Ein bisschen mehr haben wir schon drin. So. Das soll jetzt 10 Minuten köcheln. So, jetzt nehme ich einfach dann doch den. Hoppala. Den großen Topf, den nehme ich jetzt zum Anbraten. Frauchen hat nämlich schon vorhin die Pfanne eingesaut, die habe ich vergessen abzuwaschen, weil sie Putenfleisch gemacht hatte. So, dann kann das alles weg. So, der Kohl auch im Kühlschrank wieder geräumt. Scheiße, kein Platz doch unten. So, das kann alles weg. Das kann auch weg. So.
So. Dann können wir den Ingwer schon mal wegschütten. So, ja, ist fast. So, wir sind jetzt, ja, so 13:12 müssen wir dann in etwa sein, wenn der 10 Minuten dabei ist. Tofu in, aus der Marinade nehmen und in einer Pfanne von beiden Seiten anbraten. Gemüse mit Tofu, Marinade, Chili, Flocken, was sind Chiliflocken? Und Limettensaft würzen. So, das brauchen wir jetzt noch. Salz, Pfeffer brauchen wir. Das kann weg. So. Von beiden Seiten sollen wir das anbraten. So, dann nehme ich euch mal ein Stück mit hierher. So. So, ich habe die jetzt hier drin liegen. Ich weiche die jetzt hier nochmal ein, die Stücken, die wir jetzt anbraten werden. So, von beiden Seiten. So, einmal. So. Zweites Stück. Aber die auf dem Bild müssen Tofu haben, was dünner ist, weil die haben viereckige. Die haben viereckige Tofuwürfel. Also das muss ein langer Tofu sein. Und keinen so breiter, wie wir gekauft haben. Aber das war der einzige, den wir gefunden haben. Und ich dachte wirklich früher auch mal, Tofu ist ja ekelhaft. Aber ist gar nicht so. Wenn man den vernünftig zubereitet, kommt er fast vom Geschmack an Fleisch ran. Es ist kein Fleisch, schmeckt auch nicht wie Fleisch, aber fast. Na, das wird aber jetzt ein bisschen knapp vom Platz her, wa? Also das wird wirklich knapp vom Platz her. Ich glaube, wir kriegen nicht alles, alle Tofu-Dinger hier rein. Ne, kriegen wir auch nicht. Also drei sind jetzt noch übrig geblieben. Ja. Oh, wir haben noch 5 Minuten. Schön umrühren, damit er nicht schwarz wird, der Kohl, weil dann isst meine Frau nicht. Wenn er zu dunkel ist, sagt sie wieder nö. Weil da ist Aspartan oder irgendwas drin, keine Ahnung. Irgendwas, wenn zu doll gebraten ist, weil ich mag es ja richtig dunkel. Teilweise schwarz. Und da hat meine Frau mir schon Verbote gegeben, das darf ich nicht mehr. Ich soll an sie und die Kinder denken. Und ja, damit ich den lange halten bleibe. Und das ist wohl schädlich. Kann Krebs befürworten und sowas alles. Ah ja, geht schon langsam. Aber der ist aber schnell angebraten, muss ich sagen.
bisschen mit der Hand machen. Ich krieg den so nicht hier, aber mit dem Teil nicht gewendet. So. Brauche ich erstmal einen Teller, wo ich die dann gleich rauf machen kann. Die Tofu-Teile. Oh, 9. Wir sind hier auch gleich fertig. Ich hätte mal die Hitze runterschrauben sollen vielleicht, aber das stand nicht im Rezept. Oder? Meine Frau sagt ja mal, ich sehe immer nur die Hälfte. Dann gucken wir mal nach. So, wir sollen 3 Minuten Zwiebeln putzen, schneiden, zusammen in eine Pfanne gehen, anbraten. Nach 3 Minuten mit Gemüse ablöschen und 10 Minuten schmoren lassen. Tofu aus Marinade nehmen und in Pfanne anbraten. Von beiden Seiten machen wir gerade Gemüse mit Tofu-Marinade und Limettensaft würzen. Und zusammen mit Tofu anrichten. Wir wünschen guten Appetit. Was ist mit Salz und Pfeffer? Hier steht ja gar nichts mit Salz und Pfeffer drin. So viel einfacher. Ach, fuck. Das ist heiß. Nochmal. Nach 3 Minuten Gemüse schmoren lassen. Tofu Marinade nehmen und Pfanne, bla. Gemüse mit Tofu Marinade und Chili und Limettensaft würzen und zusammen mit Tofu anrichten. Okay, also wir sind fertig. Würde ich jetzt mal so sagen.
So, den Kohl können wir nämlich jetzt hier auch schon langsam. Ja, der ist definitiv fertig. Ich muss noch mal kurz ein bisschen Schluck Wasser reinmachen, damit sich das unten so ein bisschen löst. So, dann machen wir das nämlich hier rüber und Deckel drauf, ziehen uns das auf die Platte und machen die hintere aus. So. Aber Salz, Pfeffer, da stand doch Salz, Pfeffer. Wieso? Habe ich jetzt garantiert beim Kohl oder so vergessen, oder? Ingwer, bla bla bla. Tofu-Scheiben und Weißkohl und Zwiebeln putzen. Kleine Scheiben und zusammen in der Pfanne anbraten. Nach 3 Minuten. Moment. So, Frauchen ist da. So, dann sind wir jetzt hier nämlich auch fertig. Dann lasse ich die jetzt so. Dann können wir das jetzt gleich anrichten, dann könnt ihr auch mit bei sein. Ja, ich habe nochmal durchgelesen, also Salz, Pfeffer steht zwar im Rezept, vielleicht zum Nachwürzen oder so, aber nirgendwo steht, dass ich Salz und Pfeffer reinmachen soll. Wollen wir ja gleich sehen. So. Dann haben wir den Tofu. Achso, ich hab die Platte noch ja nicht ausgemacht. Platte aus. So, dann brauchen wir die Küchenwaage. So. Ich brauche ein Tuch. Oh, so. Salz, Pfeffer. Limettensaft. So. Das brauchen wir. Dann brauchen wir den Löffel dazu. So. Und wir brauchen Teller. Da wir zu zweit sind, brauchen wir 2 Teller. So. Machen wir erstmal den Teller für meine Frau. So, der ist jetzt hier nullt. So. Jetzt brauche ich wieder mein Ding hier. Mein Handschuh. Ach, der sieht aber auch sehr gut aus, muss ich sagen. Meine Frau ist eigentlich sonst nicht so für Kohl. Aber da hat sie gesagt, das würde sie gerne mitessen wollen. So, so sieht es dann aus. Und davon nehmen wir jetzt 350 Gramm. So, wir machen erstmal 300, ne, wir können 350, hab ich mir genommen. So. Soll ja auch schön aussehen. So, 300, 277. So. 295.
299, 301, genau. Haben wir einen Teller schon mal fertig. Gucken, ob der auch genullt ist, ob der gleich wiegt. Ne, der wiegt ein paar Gramm weniger, mehr. So, jetzt müsste ich hier auch auf 300 rein, theoretisch kommen, weil der Kohl wird sowieso immer was weniger. Das habe ich bei der Kohlsuppe extremst gemerkt. Machst du 2 Kilo? Kilo hast du denn noch oder so? 250? So, 300. So, 320. 340. 30, 349, 349, 372, scheiße. Ja. Scheiße. 372. So. Mensch, bin ich gut. Bin ja toll. So, und jetzt stellen wir den mal wieder auf 0. So, jetzt haben wir ihn auf 0 gestellt. Und jetzt machen wir halt noch die Tofu-Teile dazu. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das machen. Brauche ich nochmal ein kleines Messer. Ein kleines Messer. Ein winzig kleines Messer. Oh, mach ich nicht mit der Hand. Scheiße. Ich brauch doch nochmal ein Brett. Ich habe zu wenig Platz. Habe ich euch das schon mal gesagt, dass ich zu wenig Platz in meiner Küche habe? Ich brauche eine größere Küche. So. Ich nehme mal den ganzen dunklen, weil die will meine Frau sowieso nicht. 22 haben wir eben, jetzt gehe ich einmal außen rum, 67, 67. Gucken, die dunklen nehme ich auf jeden Fall, also die ganz, ganz dunklen nehme ich. Sonst krieg von meiner Frau wieder die Hölle heiß gemacht. So. Wir sind gleich soweit. 120. 138. 159. Das sieht doch verdammt gut aus. So. Ein bisschen wegmachen. So. So, ein bisschen schön außen rum. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so toll aus. So. Da. Da.
126. Wie viel waren das? 157. Ja, dann hat sie halt ein bisschen mehr. Kann ich das halt ein bisschen schlechter verteilen. So, 157. 158. Also wenn das nicht gut ist, weiß ich auch nicht. So, hier mal ein bisschen Tofu zusammen machen und kosten. Ja, schmeckt gut. So. Und jetzt sollen wir... Achso, mein Handy habe ich hier hingepackt. Jetzt Marinade nehmen. Und dran Gemüse. Mit Tofu, Marinade. Und Schimmeln mit Würzen. Und zusammen mit Tofu anrichten. Achso. Wir sollen... Müssen wir hier die nochmal runternehmen, die obersten Scheiben. Wir sollen die Marinade damit drauf machen. Dann machen wir doch die Marinade damit drauf. So. So. Eins. Ich brauche auch ja noch welche. So. Zwei. Nochmal ein Löffel. Drei. Also zwei für meine Frau. Zwei für mich. Nochmal einen halben für meine Frau. Nochmal einen halben für mich. Nochmal einen Klecks für meine Frau und einen Klecks für mich. So, dann haben wir das. Zack, zack. So. Zack, zack, zack. Und jetzt für meine Frau das noch. Schön marinieren hier. Marinieren. So. Sieht doch toll aus. Bin begeistert. So, jetzt stelle ich das mit Salz, Pfeffer hin, auf den Tisch und dann passt das. So, ich muss euch mal drehen. Puh, ich bin ganz schön in Schwitzen gekommen jetzt. Der Koffer hat euch gefallen. Das war halt Weißkohl mit Tofu. Wie es schmeckt, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das werden wir jetzt gleich erstmal kosten. Ich werde das jetzt erstmal hinrichten. Meine Frau ist schon im Wohnzimmer. Ich hoffe, es wird ihr schmecken. Ich hoffe, mir schmeckt. Nachher nochmal einkaufen. Die Kleine macht auch gleich nochmal Mittagsschlaf. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.